Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Die Sims 4 vom Tellerwäscher zum Millionär mit unserer Andrea und dem Willi natürlich, ne? Und es geht weiter mit dem Weihnachtsevent und zwar heute neue Perspektiven. Das ist genau die richtige Stimmung. Während der Festtage dreht sich alles darum, gemeinsam wundervolle Momente zu erleben. Du könntest mit Sims in der Nachbarschaft von Herzen kommende Gespräche führen. Oh, und denk daran, köstliche Brigadeiros zuzubereiten. Ich kenne da jemanden, dem die besonders gut schmecken. Warme Grüße, Jasmin Holiday. Okay. Gucken wir mal, wie wir das machen können. Verwende einen Kühlschrank oder Herd, wenn die Kochfähigkeit eines Sims mindestens auf Level 2 ist, um einige Brigadeiros zuzubereiten. Also wahrscheinlich kochen, ne? Nett über festliche Bräuche plaudern, triff dich mit anderen Sims, plaudere mit ihnen nett über die Festtage und hör dir an, was sie darüber denken. Okay. Andrea, geh mal zum Kühlschrank. Und wir suchen uns jetzt mal die Brigadeiros raus. Ich hoffe, dass wir die hier finden. Hamburger Kuchen. Den wollen wir nicht haben. Wir wollten. Gibt es das hier nicht oder ist das wieder was Besonderes? Hier haben wir doch Brigadeiro. Familiengröße bitte. Mach mal, Andrea. Wo ist denn der Willi? Ach, der ist bei der Arbeit. Sehr schön, einer muss ja arbeiten gehen, ne? Also es passt natürlich jetzt hier gerade nicht in unser Spiel, ne? Weil wir im Frühling sind, aber mein Gott, was soll's, ne? Was spielst denn du hier gerade ab, sag mal? Was ist denn das hier? Zuhören. Ach, Konzentration. Okay, naja, wir können auch erstmal ausschalten. So. Was ist das denn Leckeres? Sieht aus wie Tomatensauce. Ziemlich rote Tomatensauce. Also ich würde mal sagen, ich hatte, ich glaube, schon mal erwähnt, ne, weil ihr euch gewundert habt, dass Andrea so ein kräftiges Make-up hat. Das liegt an meinem neuen Monitor. Der hat wahrscheinlich eine bessere Farbdarstellung oder so, würde ich das mal interpretieren. Also mir erscheint das so, dass die Farben kräftiger sind. So, dann kannst du ja das stellen wir erstmal in den Kühlschrank. Hä? Hilfsbereitschaft oder Schadenfreude. Willi hat bemerkt, dass einem konkurrierenden Kollegen ein schlimmer Fehler bei der Arbeit unterlaufen ist. Ein solcher Fehler würde den Konkurrenten zurückwerfen und die Chancen von Willi auf eine Beförderung verbessern. Soll Willi den Kollegen ins Verderben rennen lassen oder ihm helfen, den Fehler zu beheben? Wir helfen. Ha? Wo habe ich denn das jetzt hingestellt? Ich bin wieder intelligent, ne? Wo habe ich denn das jetzt hingepackt? Ach hier, oh Gott. Nee, das soll in den Kühlschrank. So, dann werden wir mal reisen. Willi hat bei der Behebung des Fehlers großartige Arbeit geleistet, aber der konkurrierende Kollege erntet alle Lorbeeren und wird ungerechtfertigt befördert. Zu allem Übel legt der Chef von Willi ihm auch noch nahe, sich genauso anzustrengen wie sein Rivale. Na toll. Ravenwood Familientreffen. Wir gehen da mal hin. Jawohl. Da finden wir ja auch Sims, mit denen wir hier plaudern können, ne? Hoffe ich doch. Das hoffe ich doch mal, dass wir da auch ein paar Sims treffen. Tja, manchmal ist das wirklich so, man hilft anderen und erntet dafür nur Undank, sagen wir mal so, ne? Heißt ja auch nie umsonst, Undank ist der Weltenlohn, der arme Willi. So, jetzt gucken wir mal, wo ist denn das hier, dieses Festival? Wir gucken mal. Wir finden das schon raus, wo das ist. Hier. Ah, da können wir doch mal wieder hier hingehen, oder? Hier sitzt gerade jemand. Da kannst du dich mal freundlich vorstellen.
Komm, Andrea, mach mal ein bisschen hin. Ach, das ist ein Teenager, aber kann man mit der auch reden? Über festliche Bräuche plaudern, mach mal. Bei mir zu Hause wusste man sofort, was für ein Fest anstand, wenn auf der Stereoanlage nur unser Winterzaubersender lief. Das war eine herrliche Zeit. Okay. Gibt's hier noch jemanden? Ja, hier sitzt noch jemand. Kann man uns auch freundlich vorstellen? Ja. Können wir machen? Ach, da sind doch genug Sims da. Können wir doch alles abarbeiten hier. Ne? So, nicht über festliche Bräuche plaudern. Mach das mal. So, und was sagt der? Bestimmt dasselbe, oder? Ja, genau, er sagt dasselbe. Okay. So, und dann haben wir hier noch ihn, Tony White, freundlich vorstellen. Und dann hätten wir das wahrscheinlich auch schon erledigt, ne? Aber das Familienfest? Na gut, wir gucken mal, was hier so abgeht. Nett über festliche Bräuche plaudern. So, Recherche dokumentieren. Okay, das kriegen wir hin. Worauf ich mich während der Festtag am meisten freue, definitiv das Essen. Und auch wenn ich die Klassiker liebe, probiere ich genauso gerne traditionelle Gerichte anderer Kulturen aus. Das ist doch mal nicht schlecht. So, jetzt können wir uns erstmal wieder was freischalten. Beanspruchen. Ach so, das ist eins. Oh, letztens haben wir zwei was gekriegt. Oh. Ach so, ich bin ja auch noch nicht fertig. Meine Güte, ich muss ja auch noch mehr machen. Wir können ja aber erst schon mal gucken nach Fröschen suchen. Mach mal. Suche mal hier bitte nach Fröschen. Findest du was? Hat im Brunnen einen Frosch gefunden. Leider handelt es sich doch nicht um Sagen Totenfrosch. Ach ja, okay. Schade. Na gut, dann ist das so. Was können wir denn hier noch machen? Wir können noch mal mit den Geistern hier ein bisschen plauschen. Mach mal. Vielleicht mit dem auch noch hier. Hier. Gehen wir ein bisschen plaudern. Und ich gucke derweil mal hier hinten nochmal, ob es was zu sammeln noch gibt. Nee, Schnee, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. Ja, hier gibt es was zu sammeln. Bitte schön, darfst du ausgraben. Noch mehr? Ja. Hier ist auch was zum Graben. So. Und das hatten wir ja, ich glaube, schon mal uns angeguckt, ne? Gut. Was haben wir denn gefunden? Schwermetall? Tuningteile. Okay. Der Orden von Leonora. Ach so, das hatten wir ja schon mal geguckt, ne? Ja, da würde ich sagen, reisen wir erstmal zurück nach der Sensenmann ruft an. Oh, okay, ich weiß, das wird sich komisch anhören. Wir sind befreundet, aber nun ja. Also gut, ich sage es jetzt. Ich habe mich in dich verliebt. Puh, jetzt ist es raus. Würdest du mal mit mir ausgehen? Du bist so cool. Ich möchte wirklich mehr Zeit mit dir verbringen. Ja, wir gehen mal zusammen aus. So, und dann? Aber nicht jetzt, oder? Ich würde sagen, wir reisen zurück nach Hause. Wir müssen ja noch ein bisschen recherchieren, ne? Und zwar, wo haben wir denn hier unser Zuhause? Hilfe, ich finde das immer nicht wieder. Das ist ja schlimm. Hier, Copperdale, meine Güte.
Sieht auch so anders aus, ich weiß auch nicht. Naja. Ist halt so, ne? Vielleicht scrolle ich auch viel zu schnell durch und überspring's dann immer, ne? Aber ja. Naja, ich finde mich schon wieder nach Hause. So, Andrea, du sollst die Recherche dokumentieren. Jo, das machen wir. Wir haben doch hier den Computer. Recherche dokumentieren. Bitte schön, mach das mal, Andrea. Sehr schön, neue Perspektiven, gute Arbeit beim Genuss der Festtagsstimmung. Verbreite weiter Freude und Liebe. Belohnung, Eventpunkte. Arbeite weiter an deiner Kochfähigkeit und versuch dich vielleicht auch mal am Mixen, um ein paar traditionelle festliche Getränke auszuprobieren. Okay, können wir machen. Belohnung haben wir gekriegt. Ja. Alle Quests sind abgeschlossen. Sehr schön. Naja, da ging das ja recht schnell, ne? Ja, da haben wir denn eigentlich noch eine. Ne, wir haben gar keine Bar mehr, die habe ich verkauft. Aha. Ich könnte ja mal eine Bar schnell kaufen, oder? Da kannst du noch ein bisschen mixen üben. Wir gucken gleich mal. Muss ja jetzt nicht die teuerste Bar sein. Wir können ja wieder so eine tragbare, ne? So, die packen wir jetzt hier in die Ecke rein. So, Andrea, du darfst mal ein bisschen mixen üben. Geht das? Ja. Ja, da arbeiten wir ein bisschen dran, ne? Was ist das? Feuer löschen, weil Angst vor Feuer hat. Ein unbeaufsichtigtes Feuer verschlingt alles, was ihm im Weg kommt. Andrea hat dies bereits mit eigenen Augen gesehen. Wird sie es nochmal geschehen lassen oder wird sie das Feuer rechtzeitig löschen? Klicke auf ein beliebiges Feuer und wähle Löschen. Löschen. So, Willi ist auch schon wieder da. Das ist schön. Willi. Oha, und der ist hundemüde wieder. Willi, du darfst dich mal schnell duschen und zur Toilette gehen. Ach, naja, kannst du gleich putzen, ja, macht nichts. Nee, nie, nie 100 Mal putzen. Kann ja nie auf Toilette gehen. Verwenden steht doch da. Mann, Mann, Mann. So. Und sie mixt fleißig, das ist gut. Was sollst du? Ach, die Bucket. Ein Buch zu Ende schreiben. Und Kindermusik. Ja, oh, war ja. Wir müssen langsam mal in die Pötte kommen, ne? Das würde ich ja sagen. Level 2. Mila fragt sich, nee, ich will das jetzt nie. Gut, okay. Sie muss auch zur Toilette. Dann darfst du sie mal verwenden. Willi, was ist mit dir? Der ist, oh Gott, der ist müde. Oh mein Gott, aber wir müssen noch ein bisschen Spaß haben, das nützt nichts. Und das würde wahrscheinlich auch gleich noch das Sozial mit aufwerten, ne? Dann würde ich mal sagen. So. In der Dusche klein, ne? Macht ja nichts. Na? Keine Lust oder was ist los? Ja, wahrscheinlich, weil der Hund müde ist, ne? Dann darfst du schlafen, Billy. Das ist gut. Wir halten uns wieder zurück. Ja, der Spaß geht hoch, sozial geht hoch. Ach, ist doch toll. So gefällt mir das. Genau. Und ja, Willi, du kannst jetzt ins Bett.
Und die Andrea, die könnte eigentlich noch was zu essen vertragen. Da gucken wir gleich mal, was wir im Kühlschrank haben. Ja, hast du deinen Obstsalat, den kannst du noch essen. Und dann würde ich sagen, meine Lieben, geht Andrea schlafen und ich würde die Folge für heute erstmal beenden. Ne? So, dann darfst du das jetzt hier aufräumen und auch zu Bett gehen. Bitteschön. Und dann sollten wir uns bei Gelegenheit mal wieder, ach, den Rechtskurs haben wir auch nicht. Ja, wir wollen ja mal einen neuen Job für Andrea haben, ne? Geh schlafen, danke. Warum steht Willi schon wieder auf? Was willst du denn jetzt? Geh schlafen, bitte. Dankeschön. Okay, ihr Lieben. Dann soll es das erstmal gewesen sein an dieser Stelle. Ich danke euch fürs Zuschauen, für euer Interesse. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Dann habt alle einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Macht's gut. Lasst es euch gut gehen. Und eine schöne Adventszeit, das habe ich ganz vergessen. Die wünsche ich euch natürlich auch noch. Okay? Also, bis bald wieder.